Heute möchte ich euch zeigen, wie man dieses Lettering hier gemacht hat, also wie ich es gemacht habe. Ihr könnt mir dabei zuschauen. Ich habe zwei Farben genommen, den normalen, das Pink aus dem 12er Aquarellkasten von Schmincke und dazu ein Maigrün, das ich extra gekauft habe. Ich habe hier meine Mischpalette zum Mischen genommen und hier habe ich meinen Spruch ein bisschen hingeschrieben, damit ich ihn nicht aus den Augen verliere und keine Buchstaben vergesse. Und ich zeige euch gleich im Video, wie ich das gemacht habe. Diesmal brauchen wir unseren normalen Aquarellkasten. Ich habe hier noch ein Maigrün dazu, das ich gerne benutze. Dann meine normale Aquarellpalette, mein Pinsel, mein Block. Das ist der XL Aquarell von Casson. Und dann eben später mein Passepartout dazu. Heute möchte ich in Aquarell ein kleines Lettering machen. Und zwar nehmt die Stöcke aus dem Arsch, wir machen Lagerfeuer. Dazu habe ich mir hier ein kleines Grid erstellt, eine kleine Vorlage, die ich gezeichnet habe. Und ich möchte das ganze Bild dann später, falls es etwas wird, das weiß ich ja vorher immer nicht, mit dem Passepartout hier versehen. Deswegen wird das nur so klein werden. Und ich möchte dann hinterher noch ein paar Blümchen drumherum malen. Aber erstmal probiere es mit dem Lettering, weil da kann immer einiges dran schief gehen. Und zwar zum Beispiel, dass wir mit dem Pinsel ausrutschen oder was auch immer. Mir fällt ab und zu auch mal der Pinsel aus der Hand und dann habe ich einen großen Fleck auf dem Bild. Deswegen schauen wir mal, ob das was wird. Ich mische mir jetzt erstmal ein Pink an. Und dazu dann gleich noch ein Maigrün. Das habe ich schon von meinem letzten Video übrig. Deswegen reaktiviere ich das mal und ich finde, die beiden Farben passen halt auch ziemlich gut zusammen, weil sie eben so schön komplementär sind. Das schöne Pink und das schöne Grün. Das ist einfach toll. Ich fange an mit dem Pink, lade meinen Pinsel auf. Ich habe hier ein Da Vinci Nova Synthetics Nummer 4, also ein relativ klein. Ich finde ihn für meine Verhältnisse aber schon ziemlich groß, weil ich ein bisschen kleiner arbeite. Ich schaue mal, vielleicht wechsle ich gleich auf den Zweierpinsel, aber mal schauen. Und da habe ich schon gekleckert, so schnell geht das. Also wir kennen das ja mit den Lettern, aufdrücken, wenn wir nach unten gehen. Einen schönen Strich und ich finde die Nova Synthetics auch sehr schön, weil sie sehr gleichmäßig sind und das dann eben auch sehr gut funktioniert. Ich möchte mich hier mal probieren dann in ein paar Verläufen. Ich bin mir aber im Moment noch gar nicht sicher, wie ich das haben möchte. Deswegen wird das vielleicht ein bisschen chaotisch werden. Aber ihr lernt sicherlich trotzdem noch was dabei. Und wenn ihr nur lernt, dass ihr es anders machen wollt, dass ich das mache. So. Was wichtig ist, ist, dass ich mir schon ein paar Farben vorgemischt habe. Denn ich möchte ja Verläufe haben und da sollen die Farben nicht schon ganz trocken sein. Und wenn man gut ist, dann hat man zweimal den gleichen Pinsel, habe ich aber nicht. Deswegen muss ich ständig meine Farbe auswaschen. Aber so ist das halt. Man kann ja nicht alles haben. So. Wie man hier sieht, hier gehe ich mit der Pinselspitze lang. Wenn ich runtergehe, dann drücke ich immer ein bisschen doller auf. Beim Pinsel ist es da halt ein bisschen anders als bei einem Brush Pen, da man da ein bisschen aufpassen muss, dass der Pinsel einem nicht abhaut. Und in diesem Fall mache ich jetzt ein ziemlich loses Lettering, also ich achte da nicht so darauf, also ich achte extrem darauf, dass es eben nicht ganz gleichmäßig und gerade wird, denn da habe ich jetzt keine Lust drauf. Und hier lasse ich schön die Farbe reinlaufen. Deswegen ist es wichtig, dass die Farben schon vorher angemischt sind, damit man relativ schnell arbeiten kann. Und falls ihr euch wundert, wie das hier heißt, wenn man hier so mehr oder weniger unordentlich schreibt, dann kann ich euch sagen, das nennt sich Modern Lettering oder Modern Calligraphy, also moderne Kalligrafie und ist auch gerade total im Kommen. Ich mische mir jetzt hier nochmal ein dunkles Blau zu an, denn ich vermute, dass das hier auch ganz gut dazu passt, weil irgendwie, bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich bleib doch bei zwei Farben. Ich habe ja gesagt, das wird ein bisschen chaotisch jetzt werden.
Aber ich bleibe bei zwei Farben, gehe jetzt nochmal ins Grün und muss mich jetzt ein bisschen sputen, weil die Farbe schon getrocknet ist, ja. Genau. Aber ich bleibe doch bei zwei Farben. Ich habe mich gerade umentschieden. Ja. Dann gehe ich hier weiter. Mache hier meinen kleinen Kringel für das D. Wie man hier hoffentlich ganz gut erkennt. Wenn ich mit dem Pinsel hochgehe, nehme ich nur die Pinselspitze. Wenn ich runtergehe, mache ich, also drücke ich ein bisschen auf, damit der Pinsel breiter wird. Und es ist überhaupt nicht verkehrt oder keine Schande oder so, wenn man die Linien nochmal nachzieht. Denn das ist ja Handarbeit. Und wir wollen ja, dass es dann auch so wird, wie wir es haben möchten. Und nicht so, wie der Pinsel uns das gerade erlaubt hat. Und das ist jetzt, zeugt jetzt nicht davon, dass man es nicht kann, wenn man es nachzieht, sondern zeugt davon, dass man es ernst meint mit seinem Lettering. Jetzt lasse ich euch gleich mal ein bisschen zuschauen, weil ich habe gar nicht so viel dazu zu erzählen. Wenn man in die zweite Reihe geht, dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man mit der Hand nicht das hier oben verwischt, was man gerade erst gemacht hat. Denn je nachdem, wie viel Wasser man genommen hat, könnte es sein, dass es noch recht frisch ist und sich dann eben auch leicht verwischen lässt. Da muss man dann ein bisschen aufpassen, dass man da nicht mit der Hand wieder reinfasst und dann hat man hässliche Schlieren und vermutlich wird mir das noch im Laufe dieses Letterings hier mal passieren. Und dann wisst ihr auch genau, wovon ich rede. Ich wechsle hier immer schön die Farbe. Solange die noch feucht ist, auch gern mal ein bisschen unregelmäßig, damit sie auch schön alle ineinander laufen und die Farben können dabei sehr, sehr, sehr nass sein. Ich mag diesen Ineinanderlauf-Effekt sehr gerne. Hier mache ich mal einen Farbverlauf innerhalb eines Buchstabens. Das wird jetzt ein bisschen tricky. So, jetzt gehe ich gleich nochmal ins Rosa rein. Und ins Pink und ziehe hier die Striche zusammen. Damit das aber ein bisschen zweigeteilt ist. Mache ich den Bogen noch ein bisschen dicker, weil der geht ja nach unten. Dann lasse ich hier die Farben wieder ineinander laufen. Und hier kommt das kalligraphierte R hin. Wieder ein Pink. Schön dick. Ich habe mir mal wieder viel zu wenig Farbe angemischt, weil ich das immer komplett unterschätze. Jetzt ziehen wir hier die Farbe noch ein bisschen hoch. Gehen hier wieder in unseren Bogen. Jetzt lasse ich das S hier enden. Dann gehe ich gleich in das C mit der anderen Farbe rein, mische mir erstmal ein bisschen was an. Das kann man natürlich auch gut hier nutzen, wenn man merkt, okay, meine Farbe ist leer, ich muss neue anmischen. Dann lässt man den Buchstaben enden, denn man muss ja nicht immer das ganze Wort in einem Rutsch durchschreiben. Das ist ja auch etwas von der künstlerischen Freiheit, dass man die Buchstaben nicht verbindet, obwohl das Wort noch nicht zu Ende ist. Das habe ich mir jetzt hier zunutze gemacht und habe jetzt hier neue frische Farbe angemischt und kann ganz in Ruhe hier weitermachen.
da sich die Buchstaben gar nicht verbinden, ist das auch sehr schön für mich. Und dann habe ich auch keinen Verlauf, der nicht so verläuft, wie ich das gerne hätte, sondern ich habe einfach gar keinen Verlauf. Und gar kein Verlauf ist auch eine gute Aussage. Wie ihr vielleicht seht, enden meine Buchstaben auch alle gar nicht, so wie es sich gehört, auf einer Höhe oder haben nicht die gleiche X-Höhe und die gleiche Grundlinie. Und das ist einfach ein bisschen mit der Schrift spielen und es ist völlig in Ordnung, das kann man ja mal machen. Hier wechsle ich jetzt mal die Schriftart. Ich bleibe aber trotzdem noch in einer Handschriftversion davon. Ich möchte jetzt nicht, dass es aussieht wie gedruckt, sondern den spielerischen Charakter von der Schrift behalten. Denn jetzt todernst perfekte Schrift würde zu dem Spruch auch gar nicht passen, würde ich mal sagen. Jetzt deute ich hier mal so Serifenschrift an. Bin da gar nicht zu genau, denn es ist ja immer noch ein Aquarell. Und wir haben ja hier alle Freiheiten. Und hier achte ich trotzdem ein bisschen darauf, dass die Striche, die nach unten gehen, dicker sind als die, die zur Seite oder nach oben gehen. Aber das kann man natürlich auch immer komplett neu entscheiden, wenn man jetzt nicht das typische Brush Lettering macht. Hier mache ich jetzt mal eine ganze Zeile in einer Farbe, damit ich dann die nächste Linie komplett in Pink schreiben kann. Hier möchte ich auch, dass die Farben möglichst gleichmäßig aussehen. Deswegen kann ich da gerne noch mal ein paar Mal mit dem Pinsel drüber gehen, damit die Farben auch gleichmäßig trocknen und keine Verläufe jetzt von hell zu dunkel haben oder eben irgendwelche Pfützen in den Farben haben. Muss ich hier ein bisschen aufpassen, damit mein Spruch auch noch reinpasst. Wir machen noch ein H und dann zwei Buchstaben. Das E möchte ich jetzt wieder rund machen, um das hier ein bisschen aufzubrechen. Das wird mir nämlich sonst ein bisschen zu streng. Jetzt kommt hier ein rundes E, also ein kleines E in groß gezogen quasi. Das lockert dann nochmal das ganze Schriftbild von dieser Zeile ein bisschen auf. Jetzt noch das N, das ist wieder ein normales N. Ich mache hier den ersten und den zweiten Strich und dann mache ich den Verbindungsstrich zum Schluss dahin. Sonst wird mir die Gefahr zu groß, dass es doch ein bisschen ausufernd groß wird. Jetzt weiß ich ja, wo die Linie hier enden soll. Ich kann sie einfach dazwischen ziehen. Wenn ich jetzt den schrägen Strich zuerst gemacht hätte, dann hätte es sein können, dass ich irgendwo hier ende und das möchte ich ja nicht. Deswegen ist das so ganz gut. Jetzt den Pinsel wieder auswaschen und dann abtrocknen, damit wir nicht zu viel Wasser reinkriegen. Und den Pinsel wieder mit Pink aufladen, ein bisschen abstreifen und dann aufpassen, dass wir wieder nicht mit der Hand in die frische Farbe reinkommen. Und dann auch aufpassen, dass der Block mich verrutscht. Ansonsten kann es auch ungünstig werden. Wenn ich zwischendurch mal ruhig bin, dann liegt das daran, dass ich konzentriert bin.
So. Wieder die Farbe schön streichen, damit sie möglichst gleichmäßig trocknet. Und jetzt weiß ich auch gar nicht, ob ich da noch unbedingt Blümchen dran machen möchte. Ich habe es mir zwar eigentlich vorgenommen, aber ich finde, es sieht auch so schon ganz lustig aus. Und ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich das jetzt noch möchte. So, hier nutze ich jetzt, dass wir modern Calligraphy machen, also moderne Kalligrafie. So kann ich nämlich das G vom Lagerfeuer hier hochziehen, damit es auch garantiert über meiner Linie bleibt. Dadurch, dass die Buchstaben so springen können oder tanzen, wie man es nennen möchte, kann ich sie halt mal hoch und mal niedrig machen, und das G habe ich jetzt in diesem Fall hochgezogen, damit dieser Bogen hier unten nicht unten aus dem Bild rausragt und dann hinterm Passepartout verschwinden würde. Das finde ich jetzt nämlich nicht so schön. Auch wenn man natürlich sagen könnte, das wäre jetzt wieder künstlerische Freiheit, aber ich nehme jetzt die Freiheit, das mal nicht zu wollen. So, ein großes, ausladendes R. Jetzt mache ich wieder einen Abstand dazwischen, damit man das Wort auch ein bisschen leichter lesen kann. Jetzt kann ich mich gerade nicht entscheiden, was für ein F ich malen möchte. Bei dem F sagen mir viele, also die jetzt nicht lettern, dass sie es gar nicht als F erkennen, weil sie diese Schrift einfach nicht erkennen. Also bei dem R ist es schon ein bisschen eindeutiger, weil es da einfach keinen Buchstaben gibt, der so ähnlich aussieht. Aber beim F sagen mir viele, also vor allem auch mein Freund, der halt mit Schönschrift gar nichts zu tun hat, dass sie das nicht erkennen. Und da bin ich dann immer hin und her gerissen zwischen, das ist ja nicht mein Problem, dass du das nicht erkennst, und eigentlich sollte man Schrift ja lesen können. Also einerseits ist Lettering ja auch Kunst, und andererseits ist es immer noch Schrift, und Schrift möchte ja was vermitteln. Und wenn man das Vermittelte nicht erkennt, was halt ganz oft ist bei Letterings, und je moderner und, ich sag mal, durcheinanderer es wird, desto schwerer wird es ja mit dem Erkennen, vor allem für den Ungeübten, da bin ich dann immer nicht ganz sicher, ob ich das so möchte. Also das ist so ähnlich wie mit Graffiti. Manche erkennt man ja auch gar nicht mehr, was da überhaupt stehen soll. Dann denke ich mir, das ist ja aber trotzdem, also klar, ich meine, es ist Kunst. Also was soll Graffiti anders sein als Kunst? Das ist halt auch eine Art zu schreiben. Aber gerade wenn da irgendwelche Sachen stehen, die darüber hinausgehen, dass man wie sein Gang-Tag oder Künstler-Tag irgendwo hinklatscht, und dann vielleicht eine Aussage hat, dann möchte ich ja eigentlich, dass man das auch lesen kann. Und da weiß ich dann nicht, wann ist es Kunst und wann ist es zu viel des Guten. Und das ist beim Lettering ja so ähnlich. Also Lettering sehe ich auch gerne so als das Graffiti des kleinen Mädchens, während das andere halt so das Straßenlettering ist quasi, also andersrum ausgedrückt. So, jetzt sind wir so weit, und ich denke, ich mache doch noch meine Röschen drumherum, meine Blümchen. Schau mal, dass ich die Farbe ein bisschen heller kriege. Dann wird man es wahrscheinlich nicht mehr so gut erkennen. Ups. Aber ich habe ja noch so viel Platz hier. Jetzt geht es einfach mal. Meine Blümchen außenrum, das sind gleichen einfachen Aquarellblümchen, die ich sonst auch immer male. Wieder mit meinen C-Bögen und dann hier ein bisschen außenrum. Und schön verteilen. Jetzt male ich hier ein kleineres Röschen hin mit meinen C-Bögen.
und ziehe dann auf, indem ich drücke. Dann leicht anfangen, drücken und leicht werden und so gehe ich hier noch rum, bis ich genug von meinen Blättern habe. Kann auch ganz lose sein. Da gibt es keine großartigen Regeln, wie man das macht. Und da bin ich mit der Hand in die Farbe gekommen. Das war natürlich ganz super gemacht von mir. Gehe ich mal hier oben hin. Natürlich ist ungünstig, dass die Farbe noch nass ist. Ich hätte die Blümchen auch noch vorher machen können, aber ich habe mich ja nicht entscheiden können, ob ich überhaupt Blümchen mag. Deswegen mache ich sie jetzt und schau mal, wie es wird. Und es wäre natürlich alles rosa Blümchen mit grünen Blättern. Ansonsten sind mir da zu viele Farben drin. Ich möchte einfach bei den beiden Farben so ein bisschen kleben bleiben, sodass es einfach die beiden sind und dann wird das auch so noch ein kleines Röschen hin, ein bisschen mehr Wasser dazu und dann kann ich hier noch eine kleine Knospe machen. So, hier mache ich noch ein schräges Röschen hin, dass man ein bisschen von der Seite sieht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt unten noch welche machen möchte. Ich glaube schon, aber erstmal mache ich die Blätter dahin. Und dann möchte ich natürlich wieder, also es bietet sich an, da auch in die Farben zu gehen, solange sie noch feucht sind, damit sie sich schön verlaufen können. Wenn ich nicht möchte, dass sie sich verlaufen, dann setze ich die Blümchen, also die Blätter, entweder gar nicht presst an, so wie hier, da habe ich es daneben gesetzt, oder ich warte halt so wie hier, bis die Farben getrocknet sind, dann kann ich einfach drüber lasieren und dann ist das auch gut. Und hier möchte ich eigentlich nur ein paar kleine Blättchen andeuten, das soll gar nicht zu viel werden, denn es soll ja auf die Schrift ankommen. Jetzt gehe ich hier unten nochmal hin, setze mal hier ganz frech ein Blümchen in die Mitte rein. Es kann auch ein bisschen größer werden. Ich mache jetzt die Blümchen alle nur mit einer Schicht Farbe, denn ich möchte gar nicht, dass die zu detailliert werden und dann von der Schrift ablenken. Denn mir kommt es ja hier in diesem Fall auf die Schrift drauf an und nicht auf die Blümchen. Die sind nur ein bisschen so Beiwerk dazu, damit die Schrift nicht so kahl und einsam auf dem weißen Blatt rumsitzt. Da kann man dann auch sehr frei arbeiten. Hier mache ich was Kleines hin. Hier noch was Kleines. Dann setze ich hier dann Blätter drüber, dann mache ich hier noch was Kleines hin. Das ist jetzt zwar ein bisschen symmetrisch, was ich gar nicht so unbedingt mag bei Blümchen. Dann mache ich das Blümchen hier hin, damit es nicht so ganz symmetrisch wird. Dann den Pinsel wieder auswaschen. Dann mische ich mir noch ein bisschen was von dem Grün an. Und dann setze ich hier erstmal meine Linie, so ungefähr möchte ich das. Dann mache ich hier ein paar Blätter hin, die können ganz frei sein. Dann geht es hier rüber, da ist ein bisschen was, da kommt ein bisschen was Grünes. Und hier. Und genauso mache ich dann hier nur andersrum, da kommt ein Blättchen, da kommt ein Blättchen. Und dann mache ich das so.
Es muss auch gar nicht so arg symmetrisch sein. Kommt hier noch ein bisschen was Grünes hin. Ja, doch. So. Das da unten sieht man nicht mehr. Dann da noch ein kleines Blättchen. Genau. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben oder du kannst meinen Kanal abonnieren. Du findest mich auch in unterschiedlichen Shops, zum Beispiel auf meinem eigenen Shop, bei Etsy oder bei Amazon. Außerdem kannst du mich bei meinen Kursen besuchen. Dort findest du online alles, was du wissen musst und kannst ganz bequem von zu Hause aus lernen. Du kannst mich natürlich auch auf Facebook, Instagram oder Twitter besuchen und auch abonnieren. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Und wenn du möchtest, kannst du mich auf Patreon unterstützen. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Ciao!